Ich weiß, dass meine Familie schon seit immer hier lebte. Das war natürlich früher Deutschland. Also gehöre ich sozusagen zu der deutschen Minderheit. Ich habe auch nach der Kultur irgendwie geforscht. Und das habe ich immer wieder meinen Kindern betont, dass sie dass die Sprache als Teil einer Kultur verstehen sollten. In Ungarn sagt man das öfters, also wenn jemand keine Vergangenheit hat, dann hat man auch keine Zukunft. Also die Nationalitäten sind was Interessantes, nicht was, was ausgrenzen soll. Das hilft uns dabei, also wenn wir die anderen Kulturen irgendwie kennen, um sich so gegenseitig zu akzeptieren.